Ja, wie beim letzten Mal schon angekündigt, geht's heute im Yukon auf Gänse. Und zwar knallhart mit allem, was dazu gehört. Zelt hinstellen, Außenposten regelrecht aufbauen, vielleicht sogar einen Hochsitz und dann die Attrappen hinstellen und versuchen, mit dem Hochsitz im Idealfall so 3-4 Spots immer wieder wegzuballern und das Ganze am besten ein bisschen auf Distanz, damit ich eben hier auch schön, ja, die Schwärme an Kanadagänsen alle abgreifen kann. Also, los geht es. Ich muss jetzt hier ein bisschen langsamer laufen, denn da hinten, irgendwo da drüben, war schon die erste Gang. Genau hier ungefähr in der Area, beziehungsweise hier sind schon welche gelandet. Und ich habe mir gedacht, ich mache mir hier oder hier die Base. Aber da hinten, da sind die Bisons vom letzten Mal. Diesmal dann aber ohne ihr Männchen. Also hier sind einfach nur 6 Weibchen jetzt. Und das Männchen ist jo, noch nicht nachgespawnt. Oder, warte, da war doch was. Da. Guck mal da, 3er, die nächsten. Zack, 1er. Also, hier sind schon wieder die nächsten. Aber hier links irgendwo waren auch noch welche. Irgendwo hier links hatte ich von Entfernung noch welche gesehen. Es kann sein, dass ich die gleich verscheuche. Und jetzt ist die große Frage, wie baut man es am besten auf, dass man hier schön, ja, ich sag mal, konstant draufhalten kann. Aber gleichzeitig auch nicht zu viel Jagddruck entsteht, dass wir hier irgendwann weg müssen. Das ist halt jetzt so ein bisschen tricky. Und ich sehe auch schon allein jetzt so ein bisschen von der Landschaft. Ja, die hauen natürlich gleich ab. Die hauen jetzt gleich ab, das sollen sie ja auch. Die machen jetzt hier gleich Platz. Von der Landschaft, ich muss auf jeden Fall auf so einen Hügel. Ich muss irgendwie auf so einen Hügel. Ja, husch, husch. Weg mit euch. Macht mal ein bisschen Platz hier. Vielleicht hier oben drauf. Und dann machen wir nämlich die Gänse hier unten irgendwie noch so ans Wasser dran. Hier ist auf 85 Meter, ist hier ein Spot. Oder ich gehe hier so hin. Doch, vielleicht eher in die Richtung. Das heißt, wenn hier ja ein Fressenspot ist, und ich habe nochmal nachgeguckt, die haben ja Ruhezeiten und Fresszeiten nonstop den ganzen Tag. Von 0 bis 24 Uhr fressen, Ruhezeiten, fressen, Ruhezeiten. Von daher muss man, ja, haut mal schön alle ab hier. Ihr macht das schon. Ich würde sagen, ich mache das einfach mal hier, oder? Ich stelle einen Tripod jetzt einfach mal hier hin. Habe ich den dabei? Nee, habe ich gar nicht. Ich habe gerade mich schon das Zelt mit reingenommen. Das Zelt stellen wir jetzt mal hier so hin. Oh. Ja, mega gut. So, Zelt steht. Jetzt geht das los, Alten. Wir brauchen aus dem Zelt, aus dem Lager. Ich hätte gern den Hochsitz. Denn das Ding ist sensationell. Ja, das ist raus. Dann nehmen wir jetzt hier einfach den Hochsitz. Und die Attrappen der Kanadagans. Kanadagans-Attrappe. 10 und 10 gibt's. Ne, das ist die Saatgans. Es gibt 3 Stück. Ja, 1, 2, 3. Vielleicht machen wir damit 2 Spots sogar. Ey, Bison, was ist denn mit dir? Hast du Durst oder was? Nö, hau doch ab, ich will dir nicht. Och, hau doch ab. Ich will dir doch nicht ans Leder. Geh doch ein bisschen weg. Was ist denn mit dir? So, wait a minute. Oh, nehmen wir den Hochsitz hier hin. So, den machen wir direkt hier in der, direkt hier so in der Nähe vom Zelt. Oh, zack.
Dann haben wir den schon mal. Mal eben gucken. Ja, das sieht auch gut aus. Das sieht gut aus. Ich hoffe, dass ich hier hinten, vielleicht mache ich sogar hier hinten einen Spot hin oder hier. 75 Meter maybe. Dann waren hier hinten, war immer Geschnatter. Aber hier kommt auch schon wieder die nächste Gang. Dreier, Zweier, zack, zack, Zweier. Fünfer wollen wir haben, ne? Fünfer wollen wir haben. Und vielleicht mache ich da auch nochmal so einen Spot hin. Ja. Also ich lasse das erstmal so. Ich hoffe, das passt. Dann kommen die Caller natürlich auch noch zum Einsatz. Ja, guck mal, die kommen auch hier schon gleich zum Landen. Die teilen sich doch hier gerade schon auf und landen gleich. Gehen die schon runter? An ihrem Fressspot. Nächstes Ding. Wir brauchen als nächstes. Die Waffe kann komplett. Na komm, die lassen wir mal drin für Notfall. Ich bleibe, ich würde sagen, hauptsächlich bei der Virant. Virant einfach sensationell, weil ein gezielter Schuss und gut ist. Und ja, schießt relativ schnell nach, falls der gezielte Schuss doch nicht gewirkt hat. Und passt einfach. Einfach ein guter Ballermann. Ich bin mir nur mit dem Visier gerade nicht sicher. Ich glaube, ich nehme das kleinere Visier. Das ist mir, glaube ich, zu groß hier. Das dicke Fetter. Wobei, ich lasse die mal beide mit dabei. Die Attrappen lasse ich auch. Brauche ich noch was? Nee, ne, das war's. Das war's. Also, jetzt stellen wir hier nochmal schön die Attrappen auf. Lockmittel. 1, 2, 3. Dann habe ich hier noch die Moradi, die Waffe, das ändern wir. Da drauf, die Munition, die muss ich gleich nochmal nachlegen. Ja, 84 Schuss, da brauche ich safe mehr. Und das Visier nehme ich erstmal das kleinere. Dann nochmal eben kurz die Munition und dann kann es schon losgehen. Dann werden jetzt gleich die Attrappen hingestellt. Und dann geht das los auf die Gänse. Und ich bin mega gespannt. Ich hoffe, dass das alles so klappt. Gehen wir mal auf entspannte 200 Schuss. So. Perfekt. Und jetzt eben nochmal eben, genau nochmal eben gucken. Wir können auf 150, auf 100. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier stehe, hätte ich ja dann doch gerne vielleicht so auf, entweder auf 50 oder auf 100 Meter einen Spot. Das heißt, wir machen die mal, die Attrappen, hier so hin. Markierung 96 Meter. Den Hund, den lassen wir erstmal hier. Platz, jawohl. Der Labrador, sehr schön. Der kann dann nämlich später die ganzen Gänse ranholen. Ich hoffe, dass das klappt. Ich hoffe, dass das klappt. Das ist, glaube ich, Bison, ne? Präriebison. Hier hinten sind ja noch mehr Kanada-Gänse. Zwischen Elf und hier auch noch. Hier ist Elch, okay. Ich glaube, da hinten schnattern sie schon rum. Vielleicht schieße ich da schon mal hin. Wobei, nee, dann habe ich ja schon wieder den Jagddruck. Ah, mal gucken. Na, vielleicht einfach doch. Wobei, wenn ich jetzt mit dem Jagddruck hier rein und damit anfange, ist, glaube ich, nicht so gut, ey. Also, wir fangen mal an hier mit den Gänsen. Das müsste doch reichen hier auf der Area. Es sieht doch richtig gut aus. Das hier wird jetzt ein Spot. 1, 2, 3, 4, 5. Dann kommen die anders guckenden. Sehen die nicht gleich aus? Die sehen auch gleich aus. Ja, dann kommen noch die hier. 1, 2, 3, 4, 5. Jawohl. Ich hoffe, das lockt jetzt schon richtig schön. Und dann machen wir das Ganze auch nochmal auf der anderen Seite. Damit, wenn der Wind mal dreht, dass ich dann trotzdem noch, ja,
ausreichend hier platzieren kann. Ich glaube 10 Stück, wenn ihr das eher wisst, gerne auch in die Kommentare schreiben. Ich glaube 10 Attrappen haben die maximale Lockwirkung. Alter, was jetzt hier schon abgeht. Und ich glaube, die sind schon gekommen wegen der Attrappen. Es geht schon los. Es geht schon los. Diese komischen drehenden Wolken oben, ne? Ich glaube, das ist auch irgendwie immer so ein komisches Zeichen, dass da... Oder das spawnen die dann irgendwie auf einmal und auf einmal... Dann geht's auf einmal los hier. Eine Dreier. Relativ weiß sogar. Vierer. Vierer. Könnte schon dir werden, wenn man jetzt so schießen könnte, ne? 150 Meter. So. Und jetzt machen wir den nächsten Spot. Da steigen sie gerade wieder auf. Hammer. Auf. Da so, 100 Meter in der Richtung. Zack. Runter. Und dann habe ich jetzt, glaube ich, alles. Oh, ich bin gespannt. Es war ja beim letzten Mal super viel hier los. Und ich meine, es ist auch jetzt schon wieder viel los. Überall. 1, 2, 3 Schwärme wieder in der Luft. Verschiedene Spots hier überall. Also hier geht es ja doch schon richtig, richtig gut ab. Siehst du, die sind auch gerade irgendwie gespawnt. Da kommt der Ruf. Tipp, tipp, top. Tipp, top. Vierer auch schon wieder. Guck's dir an. Warte mal ab, ich kriege hier meine Fünfer noch. So, nächstes Dingen. Machen wir einfach jetzt hier so hin. Zack, 1, 2, 3, 4, 5. Und die andere. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, das reicht, ne? Aber ich habe jetzt hier noch nicht dieses Gänsezeichen. Einfach nochmal mehr. Und da sind sie überall am Schnattern, Alter. Krass, das sind einfach zwei Schwärme ineinander. Doch, da ist das Gänsezeichen. Okay. Okay. Und da kommt der nächste. Rumpfschrei aus der Luft. Zwei, und die drehen ab. Und eine Dreier, oder? Drehen sie nicht ab? Ich gehe jetzt erstmal auf den Hochsitz und dann vom Hochsitz aus erstmal ein bisschen chillen und gucken, wo landen welche. Und ich gucke mir das erstmal ganz entspannt an. Was sind da für Tiere dabei? Welche Qualitäten haben die sozusagen? Was für ein Level haben die? Und dann wird entschieden, was wird geballert. Und irgendwann gegen Ende schieße ich vielleicht noch ein bisschen was aus der Luft oder so. Aber für den Anfang... Zack, schön entspannt, on point hier und abwarten. So, erstmal gucken, was so geht. Erster Spot, 100, oh wait. Okay, hier vorne, ja, passt. Die sind schon fast ein bisschen gut getarnt und da hinten... Da waren noch auch noch Fressgebiete. Aber die sehe ich tatsächlich nicht. Doch da. Da ganz hinten. Zack, und die nächste. Zweier. Und eine Dreier. Aber die sind auch auf. Na, ja, so 270 Meter kann schon sein. Noch eine Dreier. 275 Meter und da ist noch ein Gebiet. Jawohl. Zum Glück sehe ich da jetzt gerade keine Fünfer, da müsste ich ja sofort loslaufen. Aber es sieht auch gut aus, fängt gut an und jetzt gucke ich erstmal, wie das Ganze denn hier so wirkt. Guck mal hier, die kommen hier angelaufen, wahrscheinlich durch den Caller, kann das sein, dass sie so weit auf 200 Meter, hier eine Dreier, noch eine Dreier, zwei Dreier hier auf 200 Meter. Oh, da ist noch eine. Oh, ist das eine weiße? Die sieht aber sehr hell aus. Auch eine Dreier männlich. Ja, genau du.
200 Meter, das wäre ja nice, ey. Oh. Hier wäre natürlich mit dem Bogen auch sensationell, ne? Wegen der Scheuchwirkung. Alter, mit dem Bogen, überleg mal. Soll ich mit dem Bogen? Ich könnte mit dem Bogen, ey. Aber wenn ich jetzt damit mit der Viren schieße. Also auf 150 schieße ich hier auf jeden Fall rein, ey. Oder sind hier noch die zwei Dreier dicht nebeneinander? Ne, die eine ist da, die andere da, ne? Naja, könnte auch noch gehen. Pst, pst. Könnte noch gehen, aber die ist so weiß, ey. Aber das ist, glaube ich, normal. Ah, guck mal da hinten, die Elche. Haben wir gleich Mittagszeit, wa? Guck mal, die kommen hier wirklich so angewatschelt. Das ist ja cool. Und da hinten auch noch eine. Das ist ja witzig. Gleich mal auf der anderen Seite gucken. So, die ist auf 180 Meter. Männchen. Männchen. Auch auf 180. Also wenn ich jetzt schieße, dann ist halt vorbei. Dann flattern natürlich alle weg. Bedeutet also, ja guck mal, er ist jetzt schon mal außer Sicht raus. Wenn, würde ich jetzt gleich nur noch einen Schuss abgeben. Schön die Dreier rausschießen. Einfach auch für die Statistik, beziehungsweise einfach für die Anzahl der Mittleren. Die Mittleren wollen wir rausschießen, damit ganz viele Low-Level-Männchen und High-Level nur noch da sind. Danke übrigens auch nochmal fürs Beschreiben unter den letzten YouTube-Video. Hier hatte ich ja nochmal nachgefragt. Ja, es sind tatsächlich... Ach, guck mal, die beiden, die kriege ich doch jetzt hier. Die kriege ich doch jetzt hier. Ziemlich genau auf 150. Das machen wir jetzt. 150 genullt. Einmal, zweimal, bisschen drüber aim. Und ab geht es. Und ich glaube, ich habe sie alle. Alle beide. Und die anderen lassen wir. Ja, müsste ein Doppeltreffer sein, genau. Und dann sagen wir jetzt dem Hund, apportieren. Ich hoffe, das klappt. Das wäre der Burner. Und ich lasse die alle hier unten liegen. Das wäre auch der Burner. Mal gucken, was passiert. Wie viele er so ranholt. Ja, hat das denn hier hinten hin auch irgendwie eine Wirkung? Nach hier hinten irgendwie noch nicht wirklich. Nee. Das sind die Attrappen. Der Caller ist auch da. Ja gut, ist natürlich jetzt nach dem Schießen auch wieder so ein Ding. Vielleicht hatte es ja schon eine Wirkung. Oh, hier ist die Büffelgang. Ja, die Weibchen, die ziehen hier rum. War da was dazwischen? Das sieht gut aus. Da kommt der Hund. War da nichts dabei? War doch nichts dabei. Komm. Nochmal apportieren schicken. Komm, such. War nicht zu weit weg. 150 Meter ist doch nicht zu weit, oder? Das müsste doch klappen. Okay, es geht wieder richtig gut ab. Ein oder zwei Gangs kommen hier gerade an. Und zwar kündigen sie, also die rufen tatsächlich erstmal. Man hat immer mal wieder Schwärme hier, die einfach nur rein optisch sind. Aber jetzt kommen hier gerade zwei Stück runter. Schön ruhig. Oh, und ein paar hauen wieder ab. Ja, sie hauen wieder ab. Da muss ich einfach nochmal hinterher. Na. Kriegen wir die noch? Ne. So nicht. Aber immerhin einen hier nochmal mitgenommen.
Nochmal zum Apportieren. Und da kommt aber noch mehr. Also es kommen noch mehr hier an. Rundschrei, auch die wieder. Also immer die Gruppen, die halt so ein bisschen versprengt sind und die man natürlich auch markieren kann. Und das sind gerade echt einige. Schon wieder. Und schon wieder Zweier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und das nächste. Danke dir. Und Platz. Das ist ja der Hammer, Alter. Noch geht's auch vom Jagddruck. Sieht noch alles gut aus. Der Punkt ist es, jetzt die rauszukriegen, die auch wirklich interessant sind. Also, Männchen im hohen Level im Idealfall. Da haben wir Vierer. Das ist interessant. Auf 80 Meter. Zack. Sehr schön. Und es wird aber weiter geschnattert. Muss ich mich mal ein bisschen umgucken. Sind noch welche gelandet irgendwo? Die ich gerade noch nicht sehe. Das ist natürlich richtig nice. Der Caller called. Die Attrappen stehen. Rechts von mir. Da war bisher noch gar nichts. Also das war wirklich wirkungslos bisher. Vielleicht zählt auch nur diese eine Area, Lock Area in einem Bereich. Kann ja auch sein. Dass sonst zu viel ist. Oder ich baue die zweite. Oh wait, da gehen sie jetzt runter. Jetzt gehen sie runter. Alles Weibchen. 1, 2, 3 Weibchen. Leider nichts Besonderes. Aber wir lassen sie erstmal da. Ja. 1, 2, 3, 4 Weibchen. Und ich sehe schon wieder Schatten. Dieses Mal extra alles weit weggestellt, damit die nicht immer durch mich durchfliegen, wie beim letzten Mal bei den Enten. So nice, Alter. Es ist so nice. Und da kommt noch jemand runter. Vierer. Fuck, wo? Muss ich mitnehmen. Muss ich auch mitnehmen. Das ist so close. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Ist das der Hammer? Apportieren. Jawohl, komm ran hier. Ich muss gucken, dass ich hier nicht so viel Jagddruck erzeuge. Lol. Lol. Sag bloß, hier kommen Wölfe. Ist, glaube ich, nur Side-Sound. Für die Atmo. Oh, er hat die hier geholt. Oh, das könnte eine Dia sein. Das war die Vierer. Da hinten liegt übrigens immer noch eine weitere. Ich habe sie alle noch nicht aufgehoben. Tipptopp. Ist das wild, ey. Und next. Komm, da ist noch einer. Na? Feini. Ist natürlich sehr angenehm. Ist wirklich sehr angenehm. Apportierhund, neue Stufe. Alter. Sehr gut, ey. So, machen wir mal eben bei Fuß kurz runtergehen. Denn der soll von da hinten. Oh, da kommen schon die nächsten. Der soll von da hinten noch das eine Ding holen. Hier hinten ist noch einer. Irgendwo da hinten. Fuchs auf der Flucht, das ist nicht schlimm. Apportieren. Komm. Irgendwo da hinten ist noch eine. Die schaffst du schon.
Renn noch ein Stückchen mit. Go, go. Hä? Nee, Alter, was jetzt? Nein, jetzt holt er die von da. Das ist ja dumm. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Komm, ich heb sie auf. Ja, ist ja gut. Ich heb sie ja schon auf. Ich heb sie auf. Feini. Ein bisschen streicheln. So. Okay, da haben wir einmal die Goldente. 7,5. Zack. Ganz. Mitgenommen. Hol direkt die nächste hier. Perfekt. Silberwertung. Knapp am Hals vorbei, hat aber gereicht. Angenommen. Er holt einfach hier einen nach dem anderen. Was ist mit ihm, ey? Und Goldwertung. 7,7. Schade, das war die Vierer. 8,6 ist dir. Zack, und die nächste. Dankeschön, Feini. Bester Freund. Fünfer, jawohl. Silber und direkt die nächste, jawohl. Ab geht der Hund. Aus dem Flug nochmal mitgenommen, Weibchen. Knapp, ja, Streifschuss. Aber mitgenommen. Und trotzdem fehlt noch eine, Alten. Die kannst du auch noch eben ranholen. Alter. Ja, und die zählen halt nicht, ne? Die zählen halt leider alle nicht. Aber sobald halt wieder so ein Call kommt. So, Hund, wo ist er? Wo ist er, der Hund? Ach, da ist er schon. Der ist schon an der Stelle da hinten. Der rennt da schon irgendwo rum. Oder schwimmt. Hat er schon? Nee, hat er noch nicht. Hat er noch nicht. Elch ist da hinten auch. Ja. Also irgendwo hier im hohen Gras muss noch eine liegen. Eine hatten wir hier noch. Und auch immer noch jede Menge. Hat er? Hat er, jawohl. Jede Menge Bisons hier hinten. Gerade auch beim Warten schon gesehen, wie sie hier vorbeirennen. Also hier durch den Wald lohnt sich tatsächlich auch nochmal durchzugehen. Nochmal genau drauf aimen. Ja, ist quasi hier hinten, ne? Diese Area hier. Auf jeden Fall auch nochmal gucken. So, da hast du das Teil doch. Sehr schön. Tipptopp, Silberwertung, jawohl. Das waren die Dreier vom Anfang. Hahaha. Ja, und das ist natürlich mit, glaube ich, einer der Top-Gründe, warum man sowas hier machen kann. Man baut sich sowas auf, man hat hier eine schöne, konstante Geld- und XP-Einnahmequelle. Lohnt sich einfach immer wieder. Da kommen schon die Nächsten. Da kommen die Nächsten. Die wollen nicht, aber die da... Ja, die können wir auch direkt markieren. Und die haben wir irgendwo eine Fünfer dabei. Das wäre es doch, ey. Ne, 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 ne. Nur eine Dreier wieder. Theoretisch, ne, wenn du fit bist, einfach aus der Luft schießen und gut ist. Kriegen wir die. Mal testen hier auf 100 Meter. 100 Meter geaimt. Oh, jetzt sind sie durcheinander. Ich wollte ja schon, wenn dann schon die... Die männliche, da ist sie, Dreier. Das ist eher auf 150. Ne. Ne. Nicht aus dem schrägen Winkel. Ja, so und so ähnlich. Und so kann es gerne weitergehen. Und so mache ich gleich auch noch ein bisschen weiter. Werde hier noch ein bisschen Kohle machen. Also, so passt das schon mal ganz gut. Leider noch kein Dia dabei, aber das kommt ja mit der Zeit.
Also, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Das gefällt mir und hilft mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream. Bis dahin, Weidmannsheil.